hat gesagt, ich soll Fleisch und Knochen schneiden. Und ich werde es tun. Naja, fast. Denn das Problem ist, ich liebe Tiere, ich liebe Menschen und einen Silikon-Fake-Kopf kann ich mir nicht leisten. Deswegen benutze ich Dinge mit ähnlicher Konsistenz. Eine Poolnudel für Fleisch und ein PVC-Rohr für Knochen. Die Poolnudel ist ein einfacher Schnitt. Bei dem PVC-Rohr hatte ich meine Zweifel, weil es super dick ist. Außerdem war es echt schwer zu befestigen. Der erste Schlag verursachte ein Loch, ging aber nicht durch die ganze Röhre. Der zweite Treffer vergrößerte das Loch. Und der dritte Treffer ging schließlich durch das gesamte Rohr. Obwohl es super dickes PVC ist. Ich hab's geschafft. Warte, was ist das an meinem Finger?